Wer hat an der Uhr gedraked, ist die Frage in dieser Folge. Wir müssen die Uhr hier irgendwie verstellen. Warte mal, nee, ich will, dass das in die andere Richtung eher rüber geht. Damit ich da rüber klettern kann. Fuki! Dann ist das einfacher, als ich dachte. Ich dachte, da muss man irgendwie... Ach, du hast wirklich also das Rätsel auch schon nicht mehr mitgespielt? Nee, ich habe das halt eine Weile gespielt und dann dachte ich mir so, okay. Dann muss ich bestimmt voll umständlich die Zeiger verdrehen. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr für heute. Hättest so schwer war es dann gar nicht. Das ist so cool. Also, ich finde auch dieses, man springt an das Teil hin und es bricht, egal was man macht, ab und dann hält er sich trotzdem fest, Ding, obwohl es 1.017.000 Mal im Spiel vorkommt, ich finde, es wird nicht schlecht. Ah, there you are. Da ist die Glocken. Bonito. Sure hope you're doing okay out there, Sam. Do ane. Ist doch vielleicht. Dann latsch mal einfach nee. Okay, Sully, I made it. Ich habe zwei Theorien zum Ende vom Spiel. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen soll, aber ich glaube lieber nicht. Ja, wenn du was sagst, muss ich irgendwie reagieren und dann weißt du es. Nee, es geht jetzt weniger darum, bei mir wäre es ja egal, aber... Wow! Oh. Sully, heads up! What the hell happened? Sorry, the handle broke. Der alte Grantler da unten. Ah, here we go. Wow. Oh. Er hat echt kräftige Finger. Okay. Holy shit. So, Tür ist auf. Wo ist Sully? Hoffentlich. Jesus Christ. Hey, Sully. Oh, shit. At least I got the door open, though, huh? That's one way to do it. You all right? I don't know yet. You? Deaf? Come on. Let's see what Avery has in store for us. Hi. Hey, look. The coin. You want it? Yeah, sure. Why not? What are the odds? Let's see what's down here. Fingers crossed for piles of gold and jewels. Sam, finally, you okay? Just search my towel. I got nothing. Yeah? Well, we're definitely in the right place. Make your way over here. You serious? Okay, I'm on my way. He's coming. Good. Mal angenommen, mit dem anderen Turm wäre genauso ein Labyrinth. Da hätte sich jetzt ganz schön verarscht gefühlt. Sully. Way ahead of you. Boah. Whoa. Rätseltime, huh? Hey. Are those our boys? Yep. Henry Avery, Thomas II. Partners in crime. Founders. Founders of what? Worst scavenger hunt ever. There are Avery and II sigils. These are a little different, though. Yeah,
They got those star patterns on them. They turn, but which way are they supposed to go? Die passen schon zusammen, wenn, also wenn du die Sterne komplett machen willst. Oder so. Ja, genau. Oh. Okay. Should we go look? Yeah, just a second. More pirate symbols. Adam Baldridge, Anne Bonny, and Christopher Condon. I mean, there's too many permutations. Let's see, we see where that door leads. Still hoping for the some treasure. Bones connected to the tailbone. The tailbone's connected to. Aha. Ja, wir haben hier mit ISDN wird hier gespielt. Founders of what? Baldridge, Bonny, Condon. Hm. Da ist ein Gang aufgegangen. Dann gangen wir da mal rein. Mehrere Gänge. Erstmal nur der. Hey, look, I was right. Baldridge, Bonny and Condon. Splendid. But why are they here in the first place? Well, let's find out. Sehr geil, die Bilder schon genauso aus wie die, die der Chef von Passas. Oh, that mustache. It's almost as impressive as yours. Von dieser Bar hat von sich machen lassen. Sieht genau wie mein Twitter-Avatar. Ja. Hey, look at these stars. They're just like the ones on the Avery and Two sigils in the other room. Hey, you're right. Drei unten. Einer oben. Ah, that's right. Condon went by Billy One Hand. Guess he had one made. Here's another one of those star patterns. Yeah, but this one's different than that first one. Oh, yeah. Good catch. Thank you. See, I'm not just a pretty face. Huh. Bonnie was a redhead. Yeah. What do you think? Those Avery and Two sigils. The stars on those lined up, remember? I bet these line up too. Hmm. Bisschen basteln. So, was haben wir uns gemerkt? Der den einmal nach rechts drehen, genau. Halt so? Ja. Und jetzt den linken einmal nach links drehen. Und den auch einmal nach rechts drehen. Das den mal nach rechts. Ja. So. Und den linken einmal nach links. Und das baust du jetzt vorne nach. Genau. So. Also so richtig schwierig ist es nicht, ne? Ja, hallo, das sind Piraten und keine Nuklearphysiker. Bin ich Nuklearphysiker? Mein Magen hat gerade gesagt, so, was haben wir gesagt? Der weiß da auch eher Bescheid. So, Schlange so. Den einmal nach rechts, falsch. So. Voila. Mora, add another doorway. Yeah. So, who are these guys? That's, they are, You don't know, do you? Hey, there were a lot of pirates out there, you know? So we're stuck. No, we're not stuck. But give me your phone. What, you're gonna phone a friend? Close. Text a brother. There. Schauen wir uns mal an, was er aufgeschrieben hat. Achso, jetzt wissen wir erstmal nicht, wer das ist, aber wir können die Bilder erstmal angucken. Wir können sie vielleicht doch zuordnen, irgendwie über andere Merkmale. You know, these are actually some nice paintings. If we don't find the treasure, maybe we could sell them to a museum. Let's find those star patterns. Okay, just saying. William Mays. American? Yeah, from Rhode Island. Just like Thomas, too. Here we go. Mein Controller vibriert. Ich geh mal ran, ne? Hey, you still in the tower? Yeah, just climb back down. What's with the picture you just sent? I'll fill you in later. For now, just tell me who's who. Well, the Dolphins are Richard Want.
The trident is Joseph Farrell, and the two hands with the pearl is William Mays. All right, great. Just stay where there's good reception. I might need your help again. Nathan, did you find the treasure? No, not yet, but I got a mechanism to solve here. I'll let you know. Books, globe. This Want guy looks like a scholar. Hey, Richard Want. He was the captain of the Dolphin. Whew. Looks like he and Baldridge were in a best wig competition. Ein siegelnder Scholast. Ja, und hier. Hey, Sully, give me a hand. You got it. Thanks. Is it straight? Who the hell cares? Well, I care. So ein Gesichtsausdruck. Ja. Gerade ein Mann des Volkes. God, look at Farrell's face. Looks like he'd rather be anywhere else. Hieß er nicht auch Vigo, der Penner? There. So, was haben wir gelernt? Want ist der Delfin. Schauen wir mal kurz in unser Büchlein. So. Boah, ist das knifflig. Warte. Kann man das nicht rumbasteln? So, the one is connected to the Oder nee, falsch, weiter. Passt ja nicht so schon, nee. So. Jetzt habe ich das halt die nächsten 100 Jahre als Ohrwurm. Also der Dreizack nach links. Die Delfine mit dem Weißen nach links und das andere auf dem Korb. Und die Sanduhr nach links. Sanduhr. Der Weiße nach links. Ist schon, die nee. Um 180 Grad. Snap. Hier. Okay. Come on. So, what do we have here? You know, I'm honestly shocked you don't know this stuff. Was ist eigentlich für ein Telefon? I do. I just want to make sure Sam knows. Yeah, because he likes to feel useful. That's all. Aha, of course. Sully, say cheese. Mate, come on. Cheese. Ist das gut? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ah, nett. Da lacht er davor, der Lauser. Ja, jetzt kommt leider, was es mir Social Media versaut hat. A torch probably fell or something. Come on, let's see what's left. Ja, den kennen wir doch. Aber auch so geil, er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. So, was, du willst ein Pirat werden? Ja. Den kennen wir. That's one. Ja, das ist Guybrush Threepwood aus. Guybrush Threadbare. Heißt er doch, oder nicht? Mr. Toothwood. Oh, Sam texted me back. Ja, see there, Sully? Turns out Sam doesn't know everything either. Gloating is unseemly. Yeah, I know. Let's just look at the paintings. Also ein sehr nettes Augenzwinkern an die Monkey Island. Aber das heißt ja, dass Guybrush tatsächlich das geschafft hat, ja, einer von diesen ganz krassen zu werden. Ja. Ein Grund mehr, No name. This guy's get up looks Moorish. Found the stars. Also ich hätte dann schon gerne ein Spiel, wo man das erfährt, wie er das geschafft hat. Wer hat denn da momentan die Rechte an Monkey Island? Bei Telltale? Huh. Nee. Yazid al-Basra. Also Disney. Indian. Close. Muggle. Wait, not the Muggles, the ones Avery robbed? Honor among thieves. Yeah, like that's ever the case. That's three. Ron Gilbert und... Doch, ich glaube, Ron Gilbert versucht ja von Disney diese Rechte freizukaufen, weil er sagt, die machen damit eh nichts. Und er würde gerne was machen. Aber das sind immer nur so, auf Twitter schreibt er dann, Disney, meldet euch bei mir. Und das macht er so in hübscher Regelmäßigkeit und da kommt irgendwie nie was bei rum. And four. Der sieht irgendwie auch aus, als würde er in Herr der Ringe eher reinpassen. Edward England.
Jazid al-Basra. So. Dann schauen wir jetzt am Mall. Also, unser All right, Büchchen I got the names sagt, of two of them. We should still be able to figure this out. Pass auf. Der England. Warte mal, wie kriege ich das jetzt raus? Wo hat er denn die zwei da oben her? Naja, er weiß nicht. Also der wir wissen, dass der Monkey Guy Guybrush ist, aber er weiß es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt kurz nochmal gucken an dem Foto an sich. Ups, Entschuldigung. Kurz an dem Foto nochmal gucken, wo bei Guybrush die Ecken sind. Guybrush. Wo ist denn das? Da. Es sind vier links, dann sind drei gegenüber, dann eine und dann zwei. Der linke ist es. Der da? Ja. Also nehme ich jetzt den und lege ihn hier drauf. Und den lege ich hier drauf. So, dann drehen wir, warte mal, die Zähne von, wenn ich das hier so mache. Dann kannst du den oberen einmal nach links drehen. Genau, dann passt das hier so hin. Und dann kann ich den Guybrush so. Und dann drehst du den Tiger noch einmal nach rechts. Den Tiger drehe ich nach rechts. So. Also. So. Das heißt Waage auf dem Kopf, der Tiger guckt nach unten. Der Affe steht auch auf dem Kopf und der Malik ist eins nach links gedreht. Okay. Also wie ihr mir das merken könnt. Das ist gar nicht so ein schlechtes Rätsel. So. Also Waage auf dem Kopf. Affe auf dem Kopf. Affe auf dem Kopf. Der Tiger guckt doch auch nach unten, oder nicht? Der Tiger guckt nach unten und das zweite einmal nach links. Falsch rum. So. Zack. Wow. What do we got? Not sure yet. Maybe send it to Sam? Really? Hey, you're the one who said he's the pirate expert. Kann ich nochmal Sally fotografieren? Ne, jetzt darf ich nochmal. Ist ja wie bei The Room, diese geilen Mechanismen. Mhm. Hast du da das dritte mal gespielt? One? Nein. Das zweite? Nein. Z. Ich habe das erste nicht mal durchgespielt. Z. So geil. So. And two? Ja, das denke ich, ich mache das dritte Foto auch, aber da braucht es einen Experten wie Daniel. Wieso, du hast doch das. Achso, machen. Ziehen tust du schon mal. Ja, bis zum nächsten Mal.